Mein lieber Brünn hat sich tatsächlich vor 2 Tagen einen Nagel in den Huf getreten. Ein 5,5 cm langes, rostiges Ding. Wir haben vorher Fotos gemacht und während der gezogen wurde Fotos gemacht und auch danach nochmal. Und am nächsten Tag kam dann der Schmied und hat das freigeschnitten. Und der war sehr froh, dass wir das fotografiert haben. Weil er sagte, er hätte sonst, wäre verzweifelt, weil er den Kanal nicht wiedergefunden hätte. Und so wusste er genau, wo er sich dran langarbeiten musste. Und ja, jetzt ist es so, dass wir ihn jeden Tag diese Wunde spülen und verbinden müssen und aufpassen müssen, dass es schön sauber bleibt, dass kein Dreck dran kommt. Und deshalb dachte ich, ich nutze mal die Gelegenheit und zeige euch, wie man so einen Hufverband machen kann. Also es gibt natürlich für solche Sachen immer mehrere Möglichkeiten, aber ich zeige euch einfach mal, wie ich es mache. So, also was ihr braucht für die ganze Geschichte ist, also ich habe jetzt hier so eine Wundspüllösung, um die Wunde zu spülen. Auch nochmal was davon in so einer Spritze, um da mit ein bisschen Druck drauf zu gehen und ein bisschen tiefer in die Wunde dadurch zu kommen. Dann ein Messer, Hufmesser, um eventuell Verband abzuschneiden oder so. Dann habe ich hier auch so ein Stück unbehandelte Schafwolle, die ich auf die Wunde lege. Das ist sicherlich Geschmackssache, aber genau, ich mache es so. Dann ein ganz tolles Equipment dafür ist eine Babywindel. Diese hier ist Größe 2, kommt natürlich auf die Größe des Pferdehufs an. Hey! Und dann so eine elastische Bandage und ein Haftverband. Und das Wichtigste zum Schluss, ich nenne es Gaffertape, viele sagen Panzertape. Wer hat einen Hufschuh, der ein bisschen zu groß ist, der so, dass es mit dem Verband noch passt, das ist super. Unser passt leider nicht, der passt nur, wenn kein Verband drauf ist. Aber wer sowas hat, dann ist es alles noch besser geschützt. Okay, und dann starten wir mal. So. Was noch viel besser ist, wenn ihr jemanden habt, der die euch die Utensilien anreicht. Das habe ich normalerweise, aber das ist jetzt meine Kamerafrau. Deshalb muss ich jetzt gucken, dass ich das alleine hinkriege. Also hier steckte dieser Nagel so drin und das müssen wir jetzt hier schön sauber halten und spülen. So, dann kommt hier schon meine Schafwolle drauf und dann kommt die Windel, der Verschluss nach hier. Das hier schön an den Huf anlegen. So. Relativ fest machen. Gut. Dann kommt die Bandage. Verband. Ja, hier muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu fest wird. Aber
Der Tierarzt hatte vorgeschlagen, dass wir einen, wie nannte sich das noch? Ich glaube Deckeleisen, hatte ich vorher noch nie gehört. Ich hatte aber auch noch nie überhaupt ein Pferd mit Eisen. Ein Deckeleisen drauf macht, das ist wohl dann total geschlossen, aber man hat hier unten so eine kleine Platte, die man dann aufschrauben kann. Und dann kann man dadurch einmal am Tag die Wunde säubern. Aber mein Pferd hatte noch nie Eisen und ich wollte jetzt nicht so gern damit anfangen und habe gesagt, dann mache ich lieber einmal am Tag den Verband neu. Und jetzt haben wir das hier schon ganz gut eingepackt. Und jetzt gucke ich nochmal und bleib mal hier. Gucke ich nochmal, ob hier überall das mit genug Luft ist. Das ist fast ein bisschen stramm. Also hier ist es ja auch unterpolstert durch die Windel. Und ich kriege einen Finger rein, also das sollte so gehen. Und jetzt kommt das Gaffer-Tape. Das bereite ich mir vor, indem ich hier Streifen abschneide, abreiße. So, damit können wir schon mal anfangen. Jetzt habe ich hier diese Platte sozusagen. Jetzt einmal hier hinten fest. Upp, 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 upp. So. Jetzt haben wir es hier unten schön fest und jetzt nehme ich mir weitere Streifen, den ich dann hier nochmal rumgehe. Na, heute gewinnen wir keinen Schönheitspreis. Wie gesagt, sonst habe ich hier immer tolle Hilfe. Von Jule, die mir das dann hier anreicht, die Streifen. Und je nachdem, wie viel sich euer Pferd bewegt, kann man das dann halt mit diesem Gaffer-Tape dicker oder dünner polstern. Wir hatten ihn jetzt tatsächlich die letzten zwei Tage in der Box stehen. Das war das auch das... Ja, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Auch das erste Mal für ihn. Hat er aber toll gemacht. So ein bisschen angeschlagen war er ja vielleicht auch. Antibiotika hat er auch gekriegt vom Tierarzt. Also das ist halt schon so, dass solche Wunden sich eben total leicht infizieren. Und dann vor allen Dingen verschließen die sich halt sehr schnell von außen. Und man weiß dann nicht, was im Inneren passiert. Und deshalb sagen die Tierärzte halt immer auf jeden Fall das schön freischneiden und aufschneiden. Dann hat man eine größere Wunde als vorher. Das ist das, was immer so ein bisschen frustrierend ist da dran. Aber und man hat vielleicht auch einen längeren Heilungsprozess, aber eigentlich ist man einfach auf der sichereren Seite, dass dann nicht im Inneren was explodiert und man kriegt es gar nicht mit und so, jetzt ist das ganz schön eingepackt, sodass da nicht so viel passieren kann und die Wunde schön sauber bleibt. Macht auch ein bisschen Spaß. Ich kann nicht so richtig aufhören gerade. Kleiner Klumpfuß hier. So, und jetzt hoffen wir,
dass das gut verheilt. Und jeden Tag machen wir das neu. Okay, das war's.